Ja, bitte? Bitte um Verzeihung, Ma'am. Ich habe eine Nachricht hier für Mr. Holmes von Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Oh, sicher. Ich sorge dafür, dass er sie bekommt. Vielen Dank, Constabler. Sind Sie durch Mrs. Hudsons mörderischen Café jetzt abgehärtet genug, mein lieber Watson, um sich in ein Rätsel zu vertiefen? Wovon um alles in der Welt reden Sie, Holmes, und das so früh am Morgen? Es tut mir leid, Ihre Morgenlektüre zu unterbrechen, alter Freund, aber Mrs. Hudson hat gerade eine hochinteressante Nachricht überbracht. Möchten Sie vielleicht einen Blick darauf? Aber auf jeden Fall! Mr. Holmes, eine junge Frau ist hinter dem Regency Theater brutal ermordet worden. Die Indizien weisen darauf hin, dass Jack the Ripper unter seinem Stein in Whitechapel hervorgekrochen ist und gnadenlos in Mayfair zugeschlagen hat. Ich weiß, dass Sie auf dem Standpunkt stehen, der Ripper tötet ohne Motiv und sei daher mit Ihren deduktiven Methoden nicht greifbar. Dennoch glaube ich, dass Sie diesem Fall Interesse abgewinnen könnten. Scotland Yard jedenfalls wäre ausgesprochen dankbar, Ihre geschätzte Meinung zu diesem Verbrechen zu erfahren. Unterschrieben Lestrade. Ich werde seine Bitte nicht zurückweisen. Watson, würden Sie mich begleiten? Ich wäre sehr froh, Sie an meiner Seite zu haben. Mit ausgesprochenem Vergnügen, Holmes. Lestrade scheint endlich den Wert Ihrer Untersuchungsmethoden würdigen zu können. Eines Tages bringen Sie mich noch zum Erröten mit Ihrem Kompliment.